Your Dreams Reloaded. Wir beantworten euch eure offenen Fragen zum BYD E6. Also liebe Freunde von Icario, ihr kennt ja schon unser erstes Video vom BYD E6. Wir haben eine Menge Fragen für euch geklärt, aber einige sind vielleicht noch offen geblieben. Die versuchen wir jetzt noch nachträglich zu klären. Worin bestehen nun die großen Unterschiede zwischen dem BYD E6 in Weiß, in Neu, den wir jetzt bekommen haben, zu dem BYD E6, den wir letztes Jahr getestet haben? Erster Unterschied natürlich, er hat nur 13.000 Kilometer drauf. Der alte hatte über 70.000 Kilometer drauf. Der neue hat auch diverse Komfort- und Luxusannehmlichkeiten mit dabei, die der alte gar nicht hatte. Zum Beispiel eine Beleuchtung bei den Seitenspiegeln, damit der Fußbereich, wenn man ein- oder aussteigt, schön beleuchtet ist. Oder auch eine Leuchte unten im Fußraum in der Tür. Das sind wirklich nette Annehmlichkeiten. Wesentliche Unterschiede bestehen auch im Fahrverhalten. Die BYD-Ingenieure haben da offensichtlich am Fahrwerk geschraubt. Man hat ein sicheres Gefühl in den Kurven, also bei weitem neutraler in Grenzbereichen. Und auch das Lenkgeräusch ist nicht mehr so drastisch im Vordergrund wie beim alten E6, sondern es ist dezent im Hintergrund, also nicht mehr ganz so penetrant. Am Fahrverhalten des neuen BYD E6 hat sich natürlich nichts geändert. Es ist nach wie vor so, dass die Beschleunigung zwar super passt, bis 100 km/h circa, aber dann tut es sich schon etwas schwerer, die 2,8 Tonnen wirklich auf die Höchstgeschwindigkeit von 155 km/h zu beschleunigen. Das ist nach wie vor so, aber wie gesagt, bei niedrigen Geschwindigkeiten ist das kein Problem. Ein super Startauto übrigens, trotz des Gewichts. Auf Facebook hatten wir euch ja gebeten, uns zu fragen, was ihr denn noch wissen wollt vom BYD E6. Eine Frage war, wie es denn mit den Schnelllademöglichkeiten aussieht derzeit und wie es auch mit dem Energiebedarf des E6 jetzt aussieht. Es ist so, wir haben einen Energiebedarf jetzt im Winter festgestellt von 35 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Von daher kommt er jetzt im Winter 250 Kilometer weit und das mit einer 80 Kilowattstunden Batterie. Ja, und angegebenen 400 Kilometer Reichweite. Die 400 Kilometer Reichweite könnten wir vielleicht im Sommer erreichen, vielleicht auch nur schwer, aber im Winter hat er doch ganz erheblich unter dem steigenden Energiebedarf zu leiden. Zum Beispiel die Heizung verbraucht sage und schreibe 3 bis 4 Kilowattstunden und natürlich es ist kalt. Ein User hat noch die Frage gestellt, ob der Akku des BYD E6 problemlos zu tauschen wäre. Es gibt ihn natürlich als Ersatzteil, aber BYD garantiert ja 4000 Ladezyklen mit einem Akku. Das heißt 1,2 Millionen Kilometer, 1,4 Millionen Kilometer circa, die man mit dem E6 problemlos zurücklegen kann. Und von daher ist ein Akkutausch einfach nicht notwendig. Dann gab es noch eine Frage, ob der BYD E6 als Taxi geeignet ist. Und ja, in Deutschland ist der BYD E6 als Taxi zugelassen. Die Konformität wurde bestätigt und abgenommen. Es gibt auch Anleitungen zum Einbau der notwendigen technischen Ausrüstungen wie Alarmanlage oder Taxometer. Das ist alles da. Und ja, den BYD E6 kann man als Taxi problemlos einsetzen. Es gab dann noch Fragen zur Garantie und was man in einem Werkstattfall tun sollte. Und dazu haben wir den Herrn von Fennecon direkt befragt. Schaut euch an, was er zu sagen hat. So, wir sprechen jetzt mit dem Herrn Feilmeier von der Firma Fennecon. Und da hinter uns steht schon ein wunderbarer BYD E6 in Weiß. Sieht ziemlich neu aus, aber die BYD E6, die gibt es auch schon in älterer Variante. Die haben schon 100.000 Kilometer und mehr am Buckel. Wie schlagen sich die? Sind die noch okay? Ja, immer noch top. Also wir haben jetzt Fahrzeuge übernommen, die sind jetzt 3,5 Jahre alt, haben jetzt so 100.000, 150.000 Kilometer drauf im Taxi-Einsatz. Immer noch über 90% Batteriekapazität, fahren immer noch ihre 300 Kilometer und freuen uns einfach, dass wir die jetzt auch mit anbieten können. Zweiter Punkt, der auch unsere Seher und Leser immer wieder interessiert, was passiert, wenn ich einen Service machen muss mit dem BYD E6? Wo kann ich mich dann hinwenden? Es gibt ja kein Händlernetz von BYD. Wie geht ihr mit diesen Situationen um? Also bewusst haben wir jetzt kein Autohäuser- und Händlernetz aufgestellt, sondern man kann grundsätzlich mit dem Auto in jede Werkstatt fahren. Der mechanische Teil kann dort immer bearbeitet werden. Der Batterie-Hochvoltteil ist ganz normal in der Hochvoltausbildung für Elektroautoreparaturen mit drin. Und dann gibt es eben noch den BYD-Teile-spezifischen Teil,
Den würden wir abdecken, indem wir halt dann immer, wo wir eine Flotte positioniert haben, die entsprechenden Werkstätten oder die ausgesuchte Werkstatt schulen würden, mit erste Ersatzteile ausstatten würden. Alle anderen Ersatzteile sind dann eigentlich auch für sofortige Verfügbarkeit in Rotterdam gelagert. Okay. Hört sich gut an. Also 1 bis 2 Tage, bis die Ersatzteile da sind, das wartet man bei manchen anderen Autohäusern auch, die ansässig und lang eingesessen sind. Ja, wir freuen uns auf den Test. Danke fürs Gespräch und wir gehen's an. Wir sind jetzt zum Max Center gefahren in Wels, wo es ja diese genialen Ladeplätze in der Garage gibt. Und wir testen heute hier für euch die Ladekapazitäten des BYD ES6. Wir werden uns ansehen, wie viele Bananenkisten in das Auto hineinpassen. Es gibt ja diesen Test, den Björn Nyland auf YouTube auch schon gemacht hat, wo er diverse E-Auto-Modelle darauf getestet hat, wie viele Kisten reinpassen. Und wir versuchen das jetzt mit dem ES6. Mal sehen, wie er sich schlägt im Vergleich. Los geht's! Damit ist aber auch der Zenit erreicht. Es sind hinten 13 Kisten geworden und hinten, ganz hinten im Kofferraum, 6 Kisten, das heißt 19 Kisten. Damit ist er etwas besser als der Nissan Leaf, der 18 Kisten reinbekommen hat. Aber es ist ein Riesenauto. Wir hätten uns mehr erwartet. Durch die nicht umlegbaren Rücksitzbänke und durch das ungünstige Maß, das ungünstig für die Bananenkisten getimte Maß, ist es leider nicht anders möglich gewesen. Naja, also 19 Kisten, wir sind trotzdem zufrieden mit unserem Test. Furchtbar kalt hier, ich hoffe ihr hattet Spaß. Ein Björn BYD E6, 19 Banana Boxes, yeah? 19, this is the counter for you. Have fun. Ja, liebe Freunde, das war's mit unserem Video von BYD ES6. Ich hoffe, wir konnten eure Fragen klären, die ihr noch hattet zu dem Fahrzeug. Es ist wirklich ein gutes Fahrzeug, wenn man viel unterwegs ist, wenn man viele hunderttausend Kilometer abspulen will, vielleicht als Taxler. Oder wenn man eine Flotte betreibt, ist das Fahrzeug sicher interessant. Schaut es euch an bei der Firma Fennicon. Was diese Firma sonst noch so macht mit Batterien, das zeigen wir euch auch. Es kommt in Kürze ein Video. Bitte abonniert auch unseren Kanal, würde uns wirklich viel bedeuten. Und ihr werdet dann auch informiert, wenn dieses Video online geht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal bei Ecario. Go green, it's style.